Willkommen zurück beim Let's Play von TKKG Tödliche Schokolade. Wir sind jetzt in Part 8 und mitten im zweiten Level. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, denn ich bin jetzt auch in der neuen Aufnahme. Und beim letzten Mal waren wir mit Karl hier beim Haus der Sauerlichs. Hatten aber noch nicht Guten Tag, Karl. Alle Fragen gestellt. Denn bei Tom habe ich sogar noch keine einzige Frage gestellt und hier bisher nur die hier. Sie an der Tür? Und dann mache ich mal mit der hier weiter. Wissen Sie schon genaueres über das Gift, das der Erpresser verwendet hat? Es scheint sich um ein Insektenvernichtungsmittel zu handeln. Aber ich hab's schon mal gesagt, haltet euch da raus. Das hier ist ein Fall für die Polizei. Auf Wiedersehen. Ja. Ich grüße Sie, Kommissar Vierstein. Hallo, Tom. Ja, wir klicken nochmal hier die verschiedenen Sachen an. Hier ist ja alles vertreten, was gut und giftig ist. Chlorierte Kohlenwasserstoffe, Carbamate und PEs. Oh, da kennt er sich aus. Metatox. Wir haben das, glaube ich, alles schon mal mit Tim angeklickt. Toxal. Aber mit Karl nur das Poster. Sektosept. Oxidemethonmethyl, das ist doch das Zeug, mit dem die Schokolade vergiftet wurde. Bug-Ex heißt das Teufelszeug also. Haben die genau den gleichen Text vorgelesen? Also er und wie vorhin, wisst ihr? Hast du denn schon mal Bug-Ex verwendet? Nein, ich benutze grundsätzlich kein Gift. Ich habe in einem Ökobetrieb gelernt. Aber, was ist das hier? Okay, kann man nicht rausziehen. Fall Nummer 1 ist aufgeklärt, aber wie geht es weiter? Was meinst du? Ich hoffe, dass ich Sally überzeugen kann, Roger zu verlassen. So geht's weiter. Ach nein, Tom, kannst du eigentlich nie an etwas anderes denken? Es geht hier um Erpressung und Vergiftung und nicht um die Wild Girls. Fall Nummer 1, Täter Nummer 2 hat Käfergift benutzt. Sag mal, kennst du dich damit aus? Ich bin Ökogärtner, ich benutze kein Gift. Ja. Es gibt viele verschiedene Sorten Gift. Die Gartenkataloge sind voll damit, aber ich halte nichts davon. Man kann Schädlinge auch auf natürliche Weise davon abhalten, einem die Ernte wegzufuttern. Ja, da ja auch diese Bug-Ex-Kiste haben wir ja schon gesehen, Tom. Kann natürlich auch sein, dass die von seinem Vorgänger stammt. Wer weiß. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe das leider auch nicht nachgeguckt, inwieweit wir... Doch, ich glaube, wir waren mit Karl jetzt schon überall. Gehe ich einfach mal davon aus. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt mit Klößchen weiter. Guten Tag, Willi. Hallo, Herr Blender. Wer kann denn an Ihnen vorbei an die Maschinen herangekommen sein? Ja, alle anscheinend. Niemand. Ach so. Das ist es ja. Kein Betriebsfremder kommt hier rein. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Was sollen denn diese absurden Aussagen? Dieser komische Max Port ist da doch auch reingekommen und wir kommen da ständig rein. Ich werde andere Fotos aufhängen. Ich möchte Max Port nicht mehr sehen. Weder auf Fotos, noch im Leben. Das kann ich verstehen, Herr Blender. Ja, auf jeden Fall seine Aussage irgendwie total verrückt. Wer kann denn an Ihnen? Hätten Sie eine kleine Ecke Schokolade für mich? Es riecht einfach verführerisch. Klar, nimm dir so viel du möchtest aus der Kiste mit der Bruchschokolade. Wo ist die? Was ist denn das hier überhaupt? Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall war das wohl nur eine Verarschung. Es gibt hier gar keine Bruchschokolade. Ah, Sie müssen Frau Clover sein. Richtig. Und du bist sicher Willi, der Sauerlich Junior. Freut mich, dich kennenzulernen. Ja. Ein Führer der Andreasburg. Interessieren Sie sich für Heimatkunde? So kann man es auch nennen. Ich liebe alles, was festgefügt und aus Stein gebaut ist. Also auch Burgen. Ja, verrückt. Gibt es schon was Neues? Ich meine, von den Erpressern. Nein, ich habe nichts gehört. Eine schlimme Sache ist das. Dein armer Vater. Gott sei Dank hat es noch keine Vergifteten gegeben, oder? Doch. Fred, mein halbzahmes Eichhörnchen hat's erwischt. Ich hab's blöderweise mit der Schokolade gefüttert. Oh, das ist ja scheußlich. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid.
Woher hat Willi denn die vergiftete Schokolade, bitte? Ich dachte, die wurde noch nicht ausgeliefert. Ist er der Einzige, der sich da wieder was aus der Firma gestohlen hat? Oder wie soll er denn an die Schokolade gekommen sein? Ist doch völlig unrealistisch, dass die einzige Schokolade, also dass das Eichhörnchen das Einzige ist, dass diese Schokolade, die vergiftete Schokolade gegessen hat. Denn erstens, wie hätte Willi an so eine Tafel kommen sollen? Und zweitens, selbst wenn er die aus irgendwelchen Gründen gehabt hätte, dann hätte er doch selber auch was davon gegessen. Also das ist doch total absurd. Ja, wir schicken sie nochmal weg. Ich sehe gerade, die Kaffeekanne ist leer. Ich setze mal schnell einen neuen auf. Ja, dann können wir vielleicht... Ah, wir können ins Büro. Ah, hier liegt der Brief. 100.000 Mark oder es gibt Tote. Da mache ich gleich mal eine Kopie fürs TKKG-Archiv. Na sicher. Super. Ja. Okay, also. Das Foto ist ja furchtbar. Ich bitte Mutter mal ein anderes rauszusuchen. Ja, ich find's niedlich. Okay, jetzt haben wir also eine Kopie von dem Brief. Tada! Genau. Es dauert ja nicht mehr lange, dann ist hier alles erledigt. Oh, ich muss Schluss machen. Die benimmt sich ja sehr verdächtig. Gibt es schon was Neues? Ich meine, ich möchte zu gerne wissen, wer hinter dieser Erpressung steckt. Haben Sie vielleicht einen Verdacht? Nein, ganz und gar nicht. Die Mitarbeiter glauben, dass die Konkurrenz hinter der ganzen Sache steckt, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wer weiß. Erstmal zum Apotheker. Diese Schlankheitskuren, helfen die eigentlich? Nein. Gegen Übergewicht gibt es nur zwei Mittel. Iss die Hälfte und treibe Sport. Alles andere kostet nur Geld und bringt nichts. Deshalb verkaufe ich sowas hier nicht. Iss die Hälfte? Das war auch nicht immer gesund, oder? Das Plakat ist ja wirklich interessant. Ob unser Gärtner Tom wohl weiß, welche Pflanzen giftig sind? Ich denke, dass er das in seiner Ausbildung gelernt hat. Aber frag ihn doch. Wenn er mehr Informationen haben möchte, kann ich weiterhelfen. Ja, das wird er schon wissen. Diese Schlange. Was ist denn das für ein Gift, das Sie in der Schokolade gefunden haben? Um es einfach auszudrücken, es handelt sich hier um ein Mittel, das hergestellt wird, um Insekten zu töten. Es ist aber eben leider nicht nur für Käfer und Blattläuse giftig, sondern auch für Menschen und Eichhörnchen. Aber nur für Eichhörnchen. Aus der Gruppe der Phosphorsäureester wurde eine Verbindung gewählt, die besonders toxisch, das heißt giftig, ist. Wir haben es hier also mit einem echten Chemieprofi zu tun. Ja, oder einfach jemand, der Bug-Eggs hat. Ja, gehen wir mal zu Karl. Der Pressebrief ist bei meinem Vater im Büro. Pass auf, er liegt in der Schublade des Schrankes neben seinem Schreibtisch. Könntest du Fingerabdrücke nehmen? Vielleicht bringt uns das ja weiter. Ich werde mich um den Erpresserbrief kümmern. Und ich nehme Fingerabdrücke von allen Verdächtigen. Das dürfte ja kein Problem sein. Oh. Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich auch mit Karl in das Büro. Was ist denn da drüben los? Keine Ahnung, aber ich beobachte die Wohnung laufend. Seit neuestem hält sich tagsüber niemand mehr in der Wohnung auf.
Dafür herrscht dort abends umso mehr Geschäftigkeit. Wieso beobachtet Karl denn die Wohnung gegenüber? Ich finde Cindy am besten. Wen magst du denn am liebsten? Sally. Die fand ich schon früher gut, als sie noch auf unsere Schule ging. Was für ein Scheiß, ey. Die ganze Zeit immer diese blöden Wild Words. Okay, ich würde sagen, wir könnten natürlich jetzt mal mit Karl Fingerabdrücke nehmen. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal nochmal mit Willi ein bisschen durch die Gegend. Oh. Wieso ist denn hier nicht diese Tuse? Also werden wir mit Karl oder Tim dahin gehen? Ist die dann da? Nee. Also aus irgendeinem Grund ist die nicht mehr da. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Kiosk. Dein armer Vater, Willi. Diese Erpressungen sind eine scheußliche Sache. Hoffentlich wird dieser Trittbrettfahrer bald gefasst. Was ist das denn, ein Trittbrettfahrer? Der Ausdruck kommt noch aus den Zeiten, als die Straßenbahnen hinten Trittbretter hatten. Dort konnte man einfach aufspringen und mitfahren, ohne zu zahlen. Heute nennt man Menschen so, die ohne eigene Leistung von anderen profitieren. Die Verbrecher lesen zum Beispiel über einen Fall in der Zeitung und beschließen dann, es genauso zu machen, mit derselben Methode. Bei Entführungen und Erpressungen ist das gar nicht so selten. Ja. Schon wieder ein neuer Reiseführer über die Andreasburg? Willst du ihn dir mal anschauen? Och, danke. Nein, ich habe gerade nicht so viel Zeit. Karl hat ja auch schon einen. Die ganzen Zeitungen haben wir, glaube ich, schon alle durchgelesen. Dann müssen wir nur noch zu Villa Sauerlich. Tag, mein Sohn. Weißt du, wo Bertha steckt, Vater? Ich könnte eine Kleinigkeit zu essen vertragen. Willi, geh in die Küche, hol dir was und komm dann ins Wohnzimmer. Ich muss mit dir sprechen. Oh, jetzt gibt's auf die Fresse wegen der Note. Deine Mutter sagt mir, dass du wieder eine 5 in Latein geschrieben hast. So geht es nicht weiter, Willi. Deine Versetzung ist gefährdet. Vater, ich habe 2x die Woche Nachhilfe. Mehr kann ich nicht tun. Ich erwarte, dass du eine glatte 4 im Zeugnis hast. Hast du mich verstanden? Ja, Vater. Ah, die Andreasburg. Und jetzt haben wir auch noch den Führer zur Burg. Alle haben den Mutter Führer. Den gekauft? Nein. Das Buch habe ich deiner Mutter zum Hochzeitstag geschenkt. Mutter sieht auf dem Foto zu komisch aus. Junge, das war damals modern. Deine Mutter war schon immer eine sehr elegante Frau. Ja. Oh, so ein Zufall. Deine Mitgliedsnummer im Golfclub ist ja wie mein Geburtstag. 21.12. Wie 21.12. Ja, ja, Geburtstag im Dezember. 3 Tage vor Weihnachten. Das habt ihr echt toll gemacht. Tja, Willi, man kann halt nicht an alles denken. Oh. 9 Monate vorher. Aber wo die Frühlingsgefühle am Werk. Du, ich bin pleite. Kann ich einen Taschengeldvorschuss haben? Aber Willi, dies ist nun wirklich nicht der richtige Moment, Forderungen zu stellen. Wenn diese Erpresserei nicht bald ein Ende hat, gibt es gar kein Taschengeld mehr. Dann sind die Sauerlich-Werke nämlich ruiniert. Es kann Jahre dauern, bis wir das Vertrauen der Kunden zurückgewonnen haben. Ja, das wäre nicht so schön, wenn das Vertrauen flöten geht. Tag, mein Sohn. Weißt, Vater, sag mal, was fällt dir zu Bug Eggs ein? Bug ist Englisch und heißt Käfer. Ex ist ein lateinisches Präfix und bedeutet weg. Aber Willi, du solltest besser deine Vokabeln lernen, statt Giftforschung zu betreiben. Bis bald, mein Sohn. Ja, dann müssen wir wohl noch einmal die Sache mit dem... die andere Frage stellen, damit wir nochmal reinkommen. Tag, mein Sohn. Vater, sag mal, was fällt dir zu Bug Eggs? Weißt du, wo Bertha steckt, Vater? Ich könnte eine Kleinigkeit zu essen vertragen.
Willi, geh in die Küche, hol dir was und komm dann ins Wohnzimmer. Ich muss mit dir sprechen. Du, ich bin pleite. Vater, ist heute irgendetwas passiert, das TKKG wissen sollte? Ich glaube, die Fragen sind vollkommen egal. Es kommt wahrscheinlich nur darauf an, dass man... Willi, TKKG in Ehren. Du weißt, wie sehr ich eure Arbeit schätze. Aber ich glaube, ihr solltet diesen Fall wirklich der Polizei überlassen. Es kommt darauf an, dass man sich diese Sachen hier, glaube ich, angucken kann und dann hier diese Nummer feststellt. Denn das haben wir ja vorhin gesehen. Damit können wir jetzt wahrscheinlich auf den Golfplatz. Tada! Ja. Aber das kommt erst nächste Folge. Nächste Folge geht es dann auch richtig ab. Da gehen wir dann auch mit Karl mal auf Spurensuche und sammeln einfach Fingerabdrücke. Das war's aber erstmal von dieser Folge. Ich sag ciao.